Jambarafiki, heute gibt es mal ein anderes Art und Weise Video und heute werde ich euch zeigen, wie man Braids so lockig machen kann. Ja, es ist möglich, aber die Braids, die man benutzt, um ihre eigenen Haare zu flechten, soll Hot Water, diese Hot Water Möglichkeit anbieten. Was ich meine, es ist, wenn ihr so Braids, so zum Beispiel Kanekalon, ich denke, die meisten Kanekalon Braids kann man heißes Wasser benutzen, um die lockig zu machen. Ich habe einfach Abuja Long benutzt, um meine Twists zu machen. Und ich fand das Abuja Long besser anstatt Abuja Short, weil ich habe nicht so, meine Afro ist jetzt nicht so kurz wie ich vor ein paar Jahren. Es ist etwas länger geworden und ich von Länge her, ich fand es auch besser. Bei mir mit der Abuja Braids, was ich benutzt habe, oder Abuja synthetische Haare, was ich benutzt habe, es bietet einfach diese Möglichkeit, dass ich heißes Wasser benutzen kann. Und ja, das heißt, ich kann meine Braids entweder von Anfang an lockig machen oder nach zwei Wochen oder nach einem Monat. Aber ich finde es besser, wenn ich zuerst meine Braids so gerade trage. Und dann kann ich die Frisur ändern, weil jetzt von lockig zu gerade zu ändern, es ist etwas ein bisschen schwierig und es kann sein, dass es ein bisschen kompliziert ist. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich das mache. So, es gibt viele Möglichkeiten oder Art und Weise, wie man das machen kann. So, ihr müsst jetzt mal überlegen, wie dick sind meine Braids. Bei mir sind meine Twists so dünn. Sie sind jetzt nicht so dick an die Haare, so geflochten. Und was ich bei mir normalerweise mache, ich nehme einfach ein Partie von Twist oder ein paar Twists, sagen wir jetzt 10 Stück. Und die werde ich jetzt flechten und ich werde nur meine Spitze flechten oder lockig machen. Ich will nur meine Spitze lockig machen. Und ja, damit ich in heißes Wasser, das heißt, ihr braucht heißes Wasser. Und noch eine andere Möglichkeit, was es gibt, es ist, man kann auch solche Sachen benutzen, aber ich habe noch nie sowas benutzt, um meine Braids lockig zu machen. Aber in diesem Video werde ich das probieren und gucken, wie es einfach aussieht. Da könnt ihr auch sehen. Ich vermute, wenn man solche, ich weiß nicht, wie ich die Sachen heißen, wenn man sowas benutzt, es kann sein, dass die Braids etwas oder dass die Locken etwas so größer sind oder so welliger sind im Vergleich zu, wenn man die flechtet. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Und ja, und natürlich braucht ihr heißes Wasser. Mein Wasser werde ich nur kochen, aber zuerst werde ich erstmal meine Braids aufmachen und die so 10 Stück zusammen flechten. Und ich würde sagen, fangen wir einfach an. Jetzt so ungefähr nehmen und einfach nur die Spitze flechten. Zuerst werde ich das machen, damit ich besser bearbeiten kann, und einfach die Spitze flechten. Ja, und ich würde sagen, ja, ich flechte jetzt erstmal die Spitze und dann gucken wir, wie es weiterläuft. Wollt, könnt ihr eure, ich weiß nicht, diese Flechtsachen etwas locker machen oder enger machen. Wenn es eng ist, das heißt, ihr habt hier so Locken, die dichter sind. So, diese Partie hier, was ich genommen habe, es ist etwas größer und wir werden es vergleichen mit anderen Partien, die ich kleinere genommen habe. Einfach weiter flechten. Und vergiss nicht, ein bisschen oder etwas enger zu machen, damit eure Flechtpartien nicht auseinandergehen, bevor ihr fertig seid. Seht ihr den Unterschied? Das ist etwas dicker im Vergleich zu das hier.
Also ihr müsst euch keine Gedanken machen, wenn ihr nicht so weit flechten könnt und ihr kommt nicht so weit mit der Spitzen, es ist kein Problem. Was hier übrig bleibt, kann man auf jeden Fall schneiden oder einfach so lassen. Damit ich euch zeigen kann, was ich meine oder wie es aussieht, wenn man das hier benutzt, ihr müsst nur so eine Papillote, also essen die Papilloten, ich weiß nicht, wie die essen, so eine Papillote. Und dann könnt ihr eure Braids hier herum umwickeln, einfach so. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr einfach umdrehen und enger machen. Ja, und dann habt ihr sowas ähnlich. Es gibt noch eine andere Methode, wie man die Braids lockig machen kann, und das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt einfach einen Faden, wie heißen die, so, um Pullis zu nähen. Es ist egal welche Farbe. Und dann so zwei Stück oder einfach in der Mitte. Und dann nehme ich einfach das wirklich auf eine Stelle ein paar Mal. So, und dann so unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Dann einfach so unten. Und dann könnt ihr das hier ziehen. Nach oben ziehen. Im Endeffekt habt ihr etwas, was so aussieht. Und wenn ihr fertig seid, einfach eine Knote machen. Ich weiß es nicht, einfach eine Knote machen. So, fertig. Und damit sind wir fertig. Wenn ihr gleichmäßigen Locken haben wollt, dann solltet ihr versuchen, dass ihr so, dass die Partien etwas die gleiche Größe haben. Ja. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist es, ihr braucht zwei Handtücher. Ein Tuch solltet ihr auf eure Hals oder beziehungsweise eure Schulter. Und das zweite Tuch benutzt man, um die Braids jetzt trocken zu tupfen. Das ist das erste Tuch, was ich auf meine Schulter so machen werde. Und dann hier vorne werde ich mit A-Gummi festmachen, damit es nicht wegrutscht. Habe ich noch ein kleines Tuch hier. Kann auch groß sein, es ist kein Problem, wenn es so klein ist. Und natürlich braucht ihr etwas Akku, damit wenn ihr fertig seid, ihr könnt ein bisschen Akku drauf machen und ich sage ein bisschen, minimal drauf machen, damit die Braids jetzt wieder glänzen. Und das hier ist mein heißes Wasser, was ich habe, und eure Behälter soll ein Griff haben, damit ihr das halten könnt, weil das ist heißes Wasser und wir wollten uns nicht verbrennen. Und das Wasser soll nicht so voll sein, ich habe nur bis zur Hälfte gemacht, weil ihr müsst überlegen, wenn ihr eure Braids reintupft, es kann sein, dass das Wasser nach oben kommt. Das heißt, ich fange jetzt mal an. Das erste Braid reintupfen. So ungefähr 10 Sekunden. Und ihr euer Handtuch nehmen. Das ganz einfach tupfen. Und einfach so lassen. Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr einfach auseinander machen. Und jetzt werde ich den Rest machen. Und jetzt werde ich diese Teil mit Papillote reinmachen, so wie diese Teil hier, wo ich einen Faden benutzt habe. Wenn euer Tuch zu nass ist, könnt ihr einfach ein weiteres Tuch nehmen und das trocken tupfen. Einfach eure geflockten Teile aufmachen.
zitiert die Locken. Das heißt, hier ist gerade und die Spitze sind lockig geworden. Und das ist das Teil, was ich etwas größer geflochten habe. Und jetzt können wir vergleichen, ob wirklich die Locken etwas größer sind. Ich weiß es nicht, ob man einen Unterschied erkennen kann, aber ich denke, die Locken sind etwas größer im Vergleich zu die hier. Die sind etwas enger zueinander und die sind etwas lockerer. Und ja, seht ihr, da sind unsere Locken, wo ich diese Faden benutzt habe. Das hier, unser Teil mit Papillote. Papillote, ich hoffe, das Wort ist richtig, weil wenn das Wort nicht richtig ist, dann habe ich falsches Wort 50 Mal benutzt. Und ich bin mal gespannt, wenn ich ehrlich bin, und das nur auf die andere Richtung so umdrehen. Et voilà! Und da sind die Locken. Seht ihr das? Ja, es klappt auch. Und so sehen meine Braids aus. Mit lockigen Spitzen. Was ihr jetzt tun solltet, ist es einfach, eure Braids so an die frische Luft trocknen zu lassen. Diese Prozedur am besten machen, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr Zeit habt und nicht nachmittags, ich meine jetzt nicht abends, weil Braids brauchen etwas Zeit, um zu trocknen. Am besten morgens oder so Mittag machen und ja, dann eure Braids sind auch zu 100% trocken. Im Winter würde ich auf jeden Fall versuchen, so ein Afon zu benutzen, damit es schneller geht, weil im Winter trocknet es sowieso alles sehr langsam im Vergleich zu Sommer. Und ja, somit sind wir fertig und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Maske nehmen. Ganz minimal. Das hier. Und einfach auf eure Braids verteilen, damit sie etwas glänzen. Ja. Und wir sind fertig. Gut machen beim Trocknen einfach ein paar Braids von der Seite nehmen. Das Video, es hat mir so viel Spaß gemacht, mit euch zu teilen oder beziehungsweise euch zu sehen, wie ich meine Braids oder Twists lockig mache. Das mag ich jedes Mal, wenn ich jetzt Braids flechte. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls mein Content euch gefällt. Natürlich meinen Instagram-Account oder mir auf Instagram folgen. Und das ist Hannah Rafiki. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Take care.